Hallo, mein Name ist Bruce, herzlich willkommen beim BB2K Airsoft Channel. Und habt ihr euch schon mal gefragt, was besser ist als Einlauf? Einlauf, doppeldeutig. Klar, Einlauf ist immer besser als... Nochmal von vorn. Hallo, mein Name ist Bruce, herzlich willkommen beim BB2K Airsoft Channel. Konzentration. Hallo, mein Name ist Bruce, herzlich willkommen beim BB2K Airsoft. Ich muss mal kurz unterbrechen. Hallo, mein Name ist Bruce, herzlich willkommen beim BB2K Airsoft Channel. Und habt ihr euch schon mal gefragt, was besser ist, als einen Lauf in einer Pistole zu haben? Na klar. Zwei Läufe. Aber was ist denn noch besser als zwei Läufe? Na klar, vier Läufe. Und um vier Läufe geht es heute. Ich zeige euch die Marushin Cop 357. Für alle, die mein Unboxing nicht gesehen haben, hier nochmal ganz kurz das Auspacken von der Cop 357 Pistole von Marushin. Die Verpackung Marushin typisch sehr langweilig. Wenn man den Karton öffnet, sieht man erstmal eine Anleitung. Interessant, hier oben ist erwähnt 8 mm. Die Airsoft, die ich bei Snipe erworben habe, hat hier nur 6 mm. Die Airsoft kommt mit einigen Rundkugeln. Und der Airsoft selber in dieser Folie. So sieht sie aus. Marushin bietet die Cop 357 in Schwarz an, mit einem langen Barrel in Schwarz und mit einem langen Barrel in Silber. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zu den Details der Waffe. Details, das heißt, wir kommen zum Bodycheck. Also wir gucken uns jetzt mal den Körper von der Cop 357 etwas genauer an. Die Airsoft hat eine Länge von 14 cm und ein Gewicht von 400 Gramm, ist also wirklich sehr kompakt. Kompakt ist auch eine Abkürzung dieser Airsoft. COP steht für Compact Off Duty Police. Und um zu sehen, ob sie auch wirklich richtig kompakt ist, habe ich hier nochmal zum Vergleich den Marushin Derringer. Der hat eine Länge von 12,5 cm und ein Gewicht von 200 Gramm. Und wie man sieht, die Cop 357 ist etwas größer, aber dennoch, wie der Name schon sagt, sehr kompakt. Schweifen wir ein wenig ab und kommen mal zur Real Steel Cop 357 Magnum. Dazu ein paar Infos von mir. Entwickelt wurde sie von Robert Hilberg 1983 in Amerika. So richtig durchgesetzt hat sich die Waffe nicht. Das lag auch daran, dass das Kaliber 357 Magnum bzw. 38 Spezial verwendet worden ist. Gerade mit 357 Magnum, diese kurze Pistole, das gab einen richtig knackigen Rückschlag, was Schmerzen in der Hand verursacht hat beim Schützen. Also keine schöne Angelegenheit. Zweiter Kritikpunkt war der schwergängige Abzug. Der ist hier auch bei der Airsoft sehr schwergängig. Dadurch kam es zum Verreißen von Schüssen. Und ja, wer sich denkt, irgendwo habe ich diese Waffe doch schon mal in irgendwelchen Filmen gesehen, stimmt, der hat recht. Bei Matrix Reloaded könnt ihr diese Waffe sehen und auch bei Bad Boys. Kommen wir zu den Materialien dieser Cop 357 von Marushin. Japan typisch besteht die komplette Airsoft aus Kunststoff, nur ganz, ganz, ganz wenige Metallteile. Und ihr denkt, Mensch, der Bruce, der spinnt doch, das sieht doch alles so sehr nach Metall aus. Nee, die ist wirklich aus Kunststoff und Marushin ist es wirklich gelungen, hier einen Chromfinish hinzulegen, das wirklich sehr echt aussieht. Und ich finde, die fühlt sich auch sehr metallisch an. Da sind bestimmt auch ein paar Metallpartikel in dem Kunststoff mit drin. Also richtig gut gemacht. Absolutes Highlight der Marushin Cop 357 sind die Markings. Hier das Cop-Logo unten, die Firmenbezeichnung drauf. Die Kaliberangabe 357 Magnum 38 Spezial. Auf der Rückseite
Maroschin und natürlich für Deutschland das benötigte F. Das Markante an dieser Airsoft ist natürlich das 4-Barrel-System. Wie man an die Läufe rankommt, um sie zu beladen, das zeige ich euch. Und zwar muss man hier einfach nur dieses Visier nach hinten schieben und schon schnappt die ganze Geschichte auf. Wenn man richtig cool ist, geht das natürlich auch noch ganz anders. Man kann das so machen oder man kann das so machen. Oder natürlich, wenn man ganz hardcore ist, kann man das so machen. Das tat ein bisschen weh. Die COP 357 hat natürlich auch eine Sicherung. Hier dieser kleine Hebel, wenn er sich in der unteren Position befindet, kann der Abzug nicht betätigt werden. Der Lauf lässt sich aber auf jeden Fall öffnen. An der Griffunterseite befindet sich das Ventil zum Laden der Airsoft mit Gas. Ich empfehle euch kein Green Gas, sondern nehmt lieber 144A Gas. Das ist ein bisschen seichter, denn wie gesagt, die Airsoft ist hier auch komplett aus Kunststoff und sollte ja nicht gleich beim Schießen kaputt gehen. Zurück zum Lauf. Wie ihr sehen könnt, hat jeder Lauf hier seine eigene Hop-Up-Unit. Das Hop-Up ist fix und lässt sich nicht verstellen, was aber bei der Kürze des Laufes auch nicht so tragisch ist. Die Funktion des Maroschin COP 357 ist wirklich sehr, sehr interessant. Im Inneren werkelt hier ein revolverartiges System. Könnt ihr hier den roten Punkt sehen? Das zeigt euch an, wo als nächstes der Schuss erfolgt bzw. das Gas ausströmt. Wenn ich hier den Abzug ein wenig betätige, seht ihr, wandert der rote Punkt nach unten und wenn ich ihn richtig durchdrücke, erfolgt dann der Schuss. So, ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für den Chrono. Jetzt muss der kleine Giftzwerg hier beweisen, was er auf dem Kasten hat. Ich werde den Maroschin COP 357 mit 0,2 Gramm Bio-BBs und ausnahmsweise mit Green Gas schießen, weil ich keinen 144A Gas mehr habe. Das tue ich bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad. Ich werde jetzt 4 Schuss auf das Chronogerät abfeuern. Die Herstellerangaben sind 0,6 Joule bzw. 254 FPS. Ich werde jetzt mal sehen, was ich für Werte hier erreiche. Schwierig ist es auch, den Lauf hier zu postieren, ohne dass ich gegen das Chronogerät schieße. Da, habt ihr das gesehen? Voll dagegen geplatzt. So, mal sehen, nächste. Oh mein Gott, so richtig funktioniert das nicht. Oh, schon wieder kaputt. Ihr merkt, es ist richtig schwer hier mit den 4 Läufen den Chrono richtig zu treffen. Gib mir mal noch eine Chance, ich probiere es nochmal. So, probieren wir es jetzt nochmal. Ich schaue nochmal nach, wo der nächste Schuss hingeht. Der Lauf wird jetzt verwendet, merken, und jetzt starten wir nochmal von vorne und nochmal schauen. Okay, so, also, das sieht gut aus. Na, bestens. Also der Chrono war nicht ohne, das hätte ich echt nicht gedacht hier mit den 4 Läufen. Es ist doch ganz schön kompliziert gewesen, genau mittig durch den Trichter zu schießen. Ihr habt gesehen, ich habe ein paar BBs am Rand zerplatzen lassen. Zu den Werten, also ich habe die 0,6 Joule fast erreicht, lag eigentlich schon fast drunter. Also kann man schon fast sagen, dass das hier eine 0,5 Joule Waffe, also fast schon ohne F Airsoft ist. Kommen wir jetzt aber mal zum Zielschießen. Ich werde jetzt auf 15 Meter mit dem kleinen Giftzwerg hier jeweils 2x4 Schuss auf die Zielscheibe abgeben, weil mehr geht irgendwie nicht. 4 Läufe, 4 Schuss, also 2 Versuche. Ich bin gespannt, was ich mit dem kleinen Ding hier so treffe. Der Abzug ist wirklich richtig schwer. Wow. So, jetzt nochmal 4 Schuss und dann geht's weiter. So, 2. Versuch.
sind nur vier. Kommen wir zu den Pro und Kontras der COP357-Pistole von Marushin. Ja. Was mir richtig gut gefällt, ist dieses Finish. Obwohl die Airsoft komplett aus Kunststoff besteht, fällt das überhaupt nicht auf. Dieses Chrom sieht richtig echt aus und die Airsoft fühlt sich auch richtig schwer an. Das ist richtig stimmig. Hier sind nur ganz, ganz wenige Metallteile, aber wie gesagt, es fällt kaum auf. Weiterer Pluspunkt für mich sind die angebrachten Markings, genauso wie beim Original. Kritik. Der Abzug ist absolut schwergängig, obwohl man das ja nicht als Kritik jetzt hier äußern kann, weil die Real Steel hat auch so einen bescheidenen Abzug und warum soll es dem Airsoft-Spieler besser gehen als dem Real Steel Owner? Und ja, apropos Airsoft-Spieler, ist das jetzt was für Spieler oder mehr für Sammler? Also auf jeden Fall für Sammler absolut empfehlenswert. Für den Spieler irgendwie ist ein ganz interessantes Gimmick, würde sagen, das ist vielleicht als Backup vom Backup zu sehen. Und falls man ein Backup von diesem Backup haben möchte, dann kann man natürlich sich auch noch zusätzlich den Marushin Dallinger holen. Dann ist man ja sowas von gebackupt beim Spiel. Mehr Backup geht schon gar nicht mehr. Ja, zurück zur COP357. Bei Sniper bekommt er die für 129 Euro, nur in dieser Chrome-Version. Marushin hat die Version hier auch mal in Schwarz im Angebot. Des Weiteren gibt es die auch noch mit einem längeren Lauf in Schwarz und Silber. Und es gibt sogar noch eine Variante mit 8 mm. Bei Sniper bekommt er die hier nur für 6 mm. Man merkt, ich bin schon am Ende mit meinem Review. Meine Stimme ist schon absolut trocken. Leider habe ich hier nicht die Möglichkeit, irgendwie einen Teebeutel aus der Airsoft zu zaubern. Dafür ist sie nun wirklich viel zu klein. Ja, das war's von mir. Das war mein Review zur COP357 von Marushin. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß gehabt hier bei diesem wirklich sehr, sehr interessanten Teil. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass Marushin es schafft, solche Exoten auf den Markt zu bringen. Und dafür schon mal ein Dankeschön. Marushin ist wirklich einer der Airsoft-Hersteller. Die haben richtig tolle Sachen, wie zum Beispiel das M1 Garand. Das ist auch ein absoluter Traum, leider hier in Deutschland nicht zu kriegen. Und die ganzen Revolver, die Marushin rausgebracht hat, hier den Colt Single Action Army, den von Ruger hier, den Raging Bull, irgendwie von Taurus ist der ja. Und die ganzen Airsoft-Varianten, das wäre richtig toll, wenn wir die auch nach Deutschland bekommen. Aber da scheitert es nicht an den Import, sondern da scheitert es leider am Markenrecht. Vielleicht tut sich ja in Zukunft da ein bisschen was. Vielleicht haben ja die Lizenzinhaber in Deutschland mal Bock, ein paar mehr Marushin-Geschichten hier an Land zu ziehen. Also ich würde mich jedenfalls tierisch darüber freuen und worüber ich mich auch noch freuen wäre, wenn ihr mir einen Like gibt oder sogar meinen Airsoft-Kanal hier abonniert. Das wäre richtig schön und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Airsoft-Review wiedersehen. So, ich denke mal, ich werde jetzt hier nochmal eine Runde laden und schießen. Auch beim zweiten Mal tut es ganz schön weh.